Ja, hallo, grüß euch, meine lieben Freunde. Ja, heute ganz ein brisantes Thema, was ja eh durch den Mainstream jetzt rauf und runter gespielt wird, und zwar der Tod von Nawalny. Ich möchte aber nicht jetzt eingehen wieder auf diese ganze Geschichte, die mehr am Tag schon 100 Mal immer wieder die gleichen, egal wenn du durchzappst, im Mainstream hast du immer dieselben Geschichten. Und mir geht es aber jetzt eigentlich darum, also dieser Tod von Nawalny und über die westlichen gleichgeschalteten Medien. Mir in den alternativen Medien sagen immer dazu dieses Framing, ja, Framing. Was bedeutet Framing? Das ist auch so ein Begriff, also gerade bei uns, speziell in den alternativen Medien, wird das sehr viel benutzt, ja, weil man muss einmal überhaupt wissen, was ist denn da überhaupt damit gemeint, mit dem Begriff Framing. Und das kann man jetzt, glaube ich, ganz deutlich erkennen, ja, was da gerade abläuft. Wie fängt man da am besten an? Ja? Also wir haben da jetzt einmal diese Massenmedien. Da spreche ich jetzt einmal vom Fernsehen. Ja? Wenn du da jetzt durch alle Programme durchzappst, werden ja viele festgestellt haben, ah ja, immer wieder hört man was, ah, da ist ja dieser Nawalny, der ist doch schon mal vor ein Jahr oder vor zwei Jahren, wäre der schon mal vergiftet worden, immer so im Hinterstübchen, der Putin wollte ihn vergiften lassen oder das russische Regime. Und daraufhin ist ja ein Haftbefehl gegen ihn ausgegangen, und er ist dann wieder nach Russland zurückgekommen und ist dann verhaftet worden, weil er ja, also die Russen sagen, er ist ein Spion sozusagen oder ein Staatsfeind sozusagen, der wird jetzt tituliert als Staatsfeind Nummer 1. Natürlich die westlichen Medien sagen, er ist der Held, er ist der Retter, er kämpft sozusagen gegen ein böses Regime, gegen einen bösen Diktator und so weiter. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, da geht es wirklich um einen Mann mit wirklich eine kleine Gruppe sozusagen, die sich gegen einen Putin stellt. Und was da jetzt immer dann dahinter im Gesamten, was sich da befindet, das kann kein Mensch von uns irgendwie eine Wahrheit, ja, ich sage immer wieder an der Wahrheit kratzen, ja, das ist immer ganz wichtig. Aber du wirst die ganze Wahrheit nicht rausfinden. Aber eine Wahrheit ist zu erkennen, dass man sagt, mit zweierlei Maß messen. Und das ist das, also wie gesagt, unabhängig, was man jetzt von Putin halten mag oder nicht, ja, es geht um das, diese Betrachtungsweise, wie gehen die westlichen Medien damit um, mit dieser Geschichte, und in welche Richtung wollen die das Ganze wieder umdrehen. Ja? Da fällt mir eigentlich ganz extrem auf, ja, Framing, was bedeutet das? Framing bedeutet immer wieder etwas zu wiederholen, immer wieder in die Menschen einzusuggerieren. Das heißt, es ist, man sagt einfach, das sind gewisse Manipulationstechniken, PR, Public Relations heißt das, nennen sie aber... Das ist ja dieser moderne Begriff PR. Ja, jeder weiß halt, ja, das ist PR, PR, es ist Werbung, Marketing und so weiter. Ja, das ist der moderne Begriff. Früher hat man gesagt, in der Zeit, ja, in der dunklen Vergangenheit ist immer von Propaganda gesprochen worden, oder da hat es sogar einen eigenen Propagandaminister gegeben. Und aber das Wort Propaganda, das setzt man heute für moderne Medien eigentlich nicht ein. Und natürlich wird das auf beiden Seiten betrieben. Propaganda haben natürlich auch die Russen gemacht, aber auch die westlichen Medien. Und jeder versucht einfach immer, seine Seite als die beste darzustellen, und ja, mit allen möglichen Varianten. Und aber das zu entdecken, ja, das herauszufiltern oder zu erkennen, wie, was machen denn diese Medien, ja, indem dass sie etwas suggerieren wollen. Und da ist ganz interessant, jetzt mit dieser Nawalny-Geschichte, da kann das jetzt jeder ganz einfach in so einem Selbststudium außerfinden, weil ja, die tun sich jetzt wirklich offenbaren, diese Medien. Nehmt euch einen Zettel, eine Strichliste, und jetzt zeige ich euch ein paar Framing-Begriffe. Ja, und so, das schreibt sich auf und macht sich immer ein Strichel. Ja. Und zwar, ich sage einmal, was mir sehr stark aufgefallen ist, ist am Anfang dieses sibirisches Gefängnis.
wo man dann sieht, aha, da gibt es so diese Winterlandschaft, da sind dann immer wieder dieselben Bilder eingeblendet und ich spreche jetzt von verschiedenen Fernsehkanälen immer wieder, egal wo du hinzappst, ARD, ZDF, nach NT24, es ist ganz wurscht, wo du hinschaust, ja, alle verwenden teilweise dieselben Bilder, beziehungsweise auch immer wieder diese Begrifflichkeiten werden verwendet, also da dürfte irgendwo einer was vorgeben. Und wie gesagt, da ist mir dann schon was aufgefallen, ganz am Anfang, also wie das erste Mal über den Tod von Nawalny gehört habe, da ist mir aufgefallen, sibirisches Gefängnis. Und was verbindet man mit einem sibirischen Gefängnis? Und zwar, da gibt es ja immer in der Vergangenheit auch viele Filme und so weiter vom wo im Zweiten Weltkrieg viele in sibirische Gefängnisse deportiert worden sind und so weiter. Und da gibt es eben diese ganzen Spielfilme oder auch alte Dokus, wo man sagt, boah, in der russischen Gefangenschaft, ja, da sind damals eben im Zweiten Weltkrieg viele wirklich extrem misshandelt worden, umgekommen und so weiter. Und da ist einfach bei vielen Menschen etwas hängen geblieben, wenn du weißt, du hörst es, war ein sibirisches Gefängnis, dann verknüpfst du ja immer irgendetwas damit. Du kommst hier nie raus. Du wirst hier deinen Grab finden. Also ein Framing bedeutet ja auch, also etwas ganz bewusst immer wieder hervorzuheben und dann nachher mit etwas zu verknüpfen, was man schon einmal erlebt hat. Ja? Genauso wie wenn ich sage, eine Bezeichnung mit Diktator, ja, das kannst du so beiläufig erwähnen, aber wenn du jetzt 10-mal hintereinander ganz unauffällig jemanden so Diktator nennst, dann hast du ja ein Unterbewusstsein. Und im Unterbewusstsein empfindest du dann, wenn du dann das nächste Mal so jemanden siehst, denkst dir, boah, ich habe eine volle Abneigung gegen den und du weißt eigentlich gar nicht warum, ja, weil es auf der unterbewussten Ebene sozusagen verankert wurde, ja. Im NLP, das heißt das neurolinguistische Programmieren, spricht er auch davon, von Ankersätzen. Das kannst du machen mit verschiedenen Handbewegungen, wenn du sagst, du greifst immer aufs Ohr, ja, und du willst dir etwas einprogrammieren und du weißt, ja, du greifst immer daher aufs Ohr und verknüpfst das mit einem Wort, dann wirst du das nächste Mal dieselben Gefühlsempfindungen haben, wenn du dir ans Ohr greifst mit den Wörtern, die du dir dann abgespeichert hast. Also, das würde jetzt zu weit ausufern, sage ich mal, aber das sind so alles so psychologische Tricks, die muss man eigentlich einmal verstanden haben, die lernt man einfach nirgendwo in der Schule oder sonst, du musst entweder irgendwie Verkaufsmarketing oder so wie ich damals bei der Unternehmerprüfung habe ich Kommunikation, haben wir das Fach gehabt, ja, und da lernst du einfach so verschiedene Manipulations, manche sagen dann Verkaufstechniken, aber auf jeden Fall, wenn du sagst, du willst eine Botschaft irgendwo ran andringen und das soll aber tief im Unterbewusstsein sein, also du setzt sozusagen diesen Anker aufs Unterbewusstsein. Ja, nicht lange Rede, kurzer Sinn, und zwar geht es darum, das sibirische Gefängnis ist mir schon einmal als einen Ankerpunkt aufgefallen. So, was haben wir für einen weiteren Punkt? Also ich habe da, das ist ein bisschen so ein Schmierzettel, ja, und da habe ich mir zum Beispiel so die Stricherliste gemacht, da habe ich mir mal einfach ein paar Beiträge angeschaut, habe ein bisschen so durchgezappt im Internet, ja, und beim sibirischen Gefängnis habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mal, gleich 7 Mal hintereinander, habe ich den Begriff sibirisches Gefängnis wahrgenommen, ja, also man muss sich einmal vorstellen, da ist schon 7 Mal dieser Begriff gefallen, also was dann nachher ganz tief im Unterbewusstsein hängen bleibt. Dann russisches Regime, ja, russisches Regime. Regime ist ja auch so ein Negativbegriff, das weiß man aus der Vergangenheit, der Saddam Hussein oder der Assad und so weiter, da hat man immer von einem Regime gesprochen, ja, immer die sozusagen die Bösen waren, weil wir Westen definieren ja immer die Bösen, das heißt ja, nur wir sind ja die Guten und die anderen sind die Bösen, also haben ja wir dieses Recht, andere Menschen zu beurteilen, ja. Und jetzt beurteilen wir zum Beispiel die Bösen, ja, und die Bösen brauchen ja eine Bezeichnung, ja. Ich sage jetzt auch, damals in der C-Krise, in der Corona-Zeit, da waren ja auch die Corona-Leugner, ja, da muss man sich auch einmal vorstellen, wir hatten den Begriff überhaupt definiert, Corona-Leugner, ja. Was gibt es noch für ein Wort, was mit Leugner und negativ behaftet ist, ja. Denkt einfach einmal darüber nach.
das tut was mit dir im Unterbewusstsein. Ja? Und jetzt muss man sich einmal vorstellen, diese Wörter sind ganz bewusst von der Presse gewählt. Ja? Da wird sozusagen das Ganze beschlossen, das wird sozusagen vereinheitlicht in der ganzen Medienlandschaft, wie auch jetzt zu beobachten. Das heißt, das wird vorgegeben, dieses Framing, und das haben dann alle zu berichten. Ja? Daher spricht man ja von Gleichschaltung. Okay, das heißt, russisches Regime, habe ich gezählt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mal, ja? Ist mir 8 Mal aufgefallen im Bericht. Wie gesagt, das könnt ihr selber nachprüfen, indem ihr die verschiedenen Sender da kontrolliert. Ja? Dann undemokratisches Russland, Lagerhaft, Straflager Sibirien, autoritäres System, Putins autoritäres System oder eben wie gesagt Regime, ja. Regime ist auch sehr oft gefallen, und wie gesagt russischer Diktator haben wir auch sehr oft gehabt, ich glaube über 10 Mal habe ich das gezählt, und genau, und dann gibt es einfach wieder die ganzen Berichte dazu. Da habe ich dann wieder von der Bild, da ist dieser Kriegsreporter oder wie auch immer, der da immer so von diesen Schauplätzen berichtet, ein sehr bekannter Journalist, der Ronzheimer, der hat da auch ein Statement abgegeben, auch bei ihm ist mir das aufgefallen, der hat auch zweimal vom Regime gesprochen, dann immer wieder vom Verbrechen hat er gesprochen, der russische Diktator ist natürlich gefallen. Und dann hat Nawalny vergiften lassen, ja, das sind auch schon wieder so Begrifflichkeiten, dass man sagt, man stellt es einfach in den Raum, ist ganz wurscht, ob es jetzt stimmt oder nicht, aber man sagt es einfach einmal, aber Tatsache ist, das nimmst du ja praktisch an, egal ob es nachher dann aufgeklärt wird und als Lüge dann offenkundig wird, aber du hast es schon einmal ausgesprochen, und wichtig ist, dass du es oftmals aussprichst, weil dann glaubst du es. Ja? Das heißt, die Lüge kann man sehr oft aussprechen, und im Nachhinein, wenn sie sich dann ausstellen, das war eigentlich nur von der Presse irgendwie an den Haaren herbeigezogen, ja, dann hat man sich eben getäuscht, aber das interessiert dann die meisten sowieso nicht mehr, sondern du hast jetzt 10 Mal das andere gehört, und das Unterbewusstsein wird für immer und ewig das hier tief unten einzementiert haben. Daher hat man ja dann oft immer wieder so diese Abneigungen gegen gewisse Diktatoren, ja, die uns sozusagen immer vorgesetzt werden, und an die hast du dann zu glauben, und somit wird ja auch dann ein Volk kriegsreif gemacht. Das heißt also, du musst ja zuerst einmal schauen, dass du die Bevölkerung, dass die einen Hass auf etwas entwickeln, und dann sind sie bereit, dann wieder alles zu tun. Das haben wir auch in der C-Krise gesehen. Da ist vorher das Angstnarrativ aufgebaut worden, in jeder Zeitung, überall hast du gehört, oh, das gefährliche Virus und dort ein Virus und alle werden wie angesteckt und überall fallen sie um auf der Straße und ganz, ganz schlimm, und die ganzen Bilder und Bergamo und alles. Ich meine, wenn ihr euch da noch erinnern könnt, das war Wahnsinn, ja. Das war 2 Jahre lang Framing auf Hochtouren, ja. Und letztendlich, wo hat das hingeführt? Zum Stechuskaktus, ja, zur Spritze. Ja. So, natürlich haben dann alle geschrien, wir brauchen es ganz dringend, weil ja, die haben nicht gemerkt, dass sie einfach 2 Jahre lang dahin programmiert worden sind. Und so funktioniert eben das, genau so funktioniert es ja auch mit Kriegen. Ja. Weil wie willst du eine Bevölkerung, die eigentlich nur Frieden will, oder ein friedliche Menschen wollen von Haus aus keine Kriege oder so. Aber du kannst jemanden, auf Deutsch gesagt, mir bei uns in Österreich sagt man aufhussen, ja, aufhussen oder aufhetzen, ja, und wenn du dann genug Hetze sozusagen unter die Menschen gebracht hast, Hetze gegenüber, weiß ich jetzt nicht, gegen irgendein Land, gegen irgendeinen bösen Diktator oder wie auch immer, dann bekommst du die Zustimmung natürlich. Und man merkt jetzt, wie diese ganze Stimmung schon kippt. Also, ich habe letztes Jahr das Video gemacht mit Tucker Carlson, wo viele festgestellt haben, hoppala, der Putin, manche Sachen sind ja gar nicht einmal so schlecht, was er sagt. Jetzt ist das eher schon wieder in die Richtung positiv gegangen. Ja. So, da waren Millionen Menschen, die das Interview gesehen haben, also wirklich Millionen, und entgegen zu allen Fernsehberichten, wo alle gesagt haben, ja, das ist ja alles Show gewesen und so weiter.
wie gesagt, ich möchte jetzt da nicht den Inhalt, sondern einfach einmal, was da die Medien so berichtet haben. Aber anscheinend haben viele Menschen in der Realität da draußen das für gut befunden oder haben einfach zum Umdenken angefangen und gesagt, okay, der Putin dürfte anscheinend doch nicht ganz so der schlimme, grausame Diktator sein. Er hat das anscheinend gut plausibel rübergebracht. Ja. Hat natürlich nicht gepasst. Und ein paar Tage später stirbt natürlich zufällig der Nawalny und hat sozusagen wie einen Märtyrertod die ganze Welt aufgerüttelt oder beziehungsweise den Westen, wo alle aufgeschrien haben, boah, Putins Staatsfeind Nummer 1 ist jetzt gestorben, der ist ermordet worden und das ist auch dieses Narrativ, wo man sagt, also der Putin oder Russland, wie auch immer, dieses Regime, ja, war so oder so schuld, weil auch wenn er an einem natürlichen Tod gestorben ist, hat er ja auch Schuld, der Putin. Warum? Ja, weil die Bedingungen so schlimm waren, ja. Also, aber das hat ja nur für Nawalny gegolten, weil die anderen Insassen, da ist ja scheißegal, ja, ob die unter schlechten Verhältnissen sind. Wichtig war, dass der Nawalny so viel leiden hat müssen in diesem Gefängnis. Ja. Also da merkt man auch schon wieder dieses Herauspicken von einer Person, die man sozusagen auf den großen Thron stellt, hat ein bisschen erinnert an damals an den Black Lives Matter, wo dann auch die ganze Welt wegen diesen Schwarzen da auf die Straße gegangen ist. Und da merkt man schon wieder diese Instrumentalisierung. Also einer wird hergenommen, die ganze Presse stürzt sich drauf, blast eine Geschichte auf und spaltet sozusagen die ganze Welt mit irgendeiner einzigen Geschichte, dass man sagt, dass da wird sogar während die Kriegstrommeln wieder aktiviert. Ja, und da fragt man sich wirklich, ich meine, was ist da los? Und ja, auf jeden Fall, dass ich noch einmal zurückkomme, also der Desarontheimer hat dann darüber berichtet, ja, hat mir da einige Sachen aufgeschrieben, eben wie gesagt schon, auch diese Begrifflichkeiten, was er immer wieder verwendet hat. Und die Schuld, ja, egal, also ob er jetzt gestorben ist oder ob er auf einem natürlichen Todes, na, oder, es kann natürlich immer wieder sein, denn damals ist er ja auch, war ein Giftanschlag an ihm verübt worden und jetzt vermutet man, dass natürlich wieder er vergiftet worden ist. Kann natürlich sein, ja. Es steht für mich auch irgendwie so, ja, nicht wirklich, wie soll ich jetzt sagen, also für mich ist das auch eine weitere Möglichkeit, dass man sagt, natürlich könnte er vergiftet worden sein, nur ist immer die Frage, von wem, ja, wem nützt denn das? Ja, und das nächste ist das, dass man sagt, okay, jetzt war der Putin vielleicht eher wieder auf einem Weg der Versöhnung, ja, dass man sagt, okay, da könnte es vielleicht Verhandlungen geben und plötzlich ist die Geschichte mit Nawalny, ja, jetzt sind wieder alle total sauer, sogar der ukrainische Diktator, der Zelensky, ja, jetzt benutze ich auch dieses Framing-Diktator, das war jetzt absichtlich gemacht, ja. Nein, ich sage trotzdem, okay, der Präsident Zelensky hat natürlich gesagt, ja, voll schlimm, das kann man nicht durchgehen lassen, der darf nicht davonkommen und so weiter, also hat sich auch Murz aufgeblustert, ja. Wir haben gerade erfahren, wie der Bundeskanzler gerade gesagt hat, dass Alexei Nawalny in einem russischen Gefängnis gestorben ist. Es ist klar, dass er von Putin getötet wurde, wie Tausende von anderen, die wegen dieser einen Person gequält und gefoltert wurden. Putin kümmert sich nicht darum, wer stirbt, solange er seine Position beibehält. Und deshalb darf er nichts behalten. Putin muss alles verlieren. Er darf nichts behalten und muss für das, was er getan hat, zur Rechenschaft gezogen werden. Und dann stellt sich die Frage, der ist ja herumgedengelt wieder in letzter Zeit und weil dem ja sozusagen die Munition ausgeht für seine ganzen Waffen, also wahrscheinlich Waffen und Munition, beides dürfte schon dem Ende entgegengehen und ja, die haben sich eigentlich in letzter Zeit alle gesträubt, ja, dass die Ukraine was bekommt und jetzt war diese Sicherheitskonferenz, ja, was zufällig auch an dem Tag war oder einen Tag vorher, dass man sagt, das ist jetzt zum Thema geworden auf der Sicherheitskonferenz, was da gerade abgegangen ist. Und da war natürlich dann sofort wieder das Thema,
Könnte sein, dass man jetzt wieder der Ukraine was gibt, weil da kann man ihn butten mit sowas, das kann man ihm nicht durchgehen lassen. Ja? Die russischen Behörden vermeldeten den Tod Nawalnys gestern unmittelbar vor dem offiziellen Beginn der Münchner Sicherheitskonferenz. Das wurde dort dann auch gleich ein beherrschendes Thema. Könnte das im Interesse des Kreml gewesen sein? Ich könnte mir vorstellen, dass der Kreml darauf gesetzt hätte, dass andere Themen im Vordergrund stehen. Eigentlich hätte man sicherlich jetzt feiern wollen, dass die ukrainischen Truppen sich zurückziehen aus Avdiivka. Man wollte da nochmal Stärke symbolisieren, auch wenn man selbst nicht vor Ort ist. Das heißt, ich glaube, das war eher das Signal, was in die Sicherheitskonferenz hätte von Russland aus reingehen sollen. Jetzt hat man mit dem Tod Nawalny eigentlich eher ein anderes Problem. Denn es könnte sein, dass gerade an Stellen, wo vielleicht jetzt ein bisschen die Unterstützung für die Ukraine es jetzt angesichts des Todes des Oppositionspolitikers dazu kommt, dass sich die Reihen schließen, dass man also vielleicht mehr wieder bereit ist, Unterstützung zu leisten, dass vielleicht auch Militärhilfen freigegeben werden, in Amerika. Das alles könnte jetzt passieren und das wäre sicherlich nicht im Interesse des Kreml. Und das heißt also jetzt steht wieder alles also auf Kriegsmaschinerie, wo man sagt, vielleicht wer hätte das jetzt eine bessere Wendung genommen und jetzt kommt so ein Anschlag oder ein Mord oder wie auch immer, was man da jetzt wieder in Putin in die Schuhe schieben möchte, dass man wieder sagt, ja, wem nützt das Ganze? Ich meine, ich glaube, nützen wird es allen, ja, die beteiligt sind in der Waffenindustrie, die mit Krieg das große Geld verdienen. Und natürlich, es kann natürlich auch, selbst wenn man sagt, jetzt auf russischer Seite, ja, da wird genauso vermutlich auch Geld verdient oder auch da sind Geheimkräfte unterwegs, ja, die auch vermutlich im Geheimdienst schon durch Geheimdienstkräfte auch die Russen unterwandert worden sind und so weiter. Also das sind ja alles Sachen, die wir uns ja gar nicht so vorstellen können. Auf jeden Fall ist immer anders, als wie uns märchenhaft in den Medien erzählt wird und das sollst du glauben und das ist so etwas primitiv Einfaches, was da so dargestellt wird. Und die Masse soll es einfach glauben. Ja. Und das ist das, wo ich sage, mit dem kann ich überhaupt nichts anfangen. Ja. Und was auch ganz interessant war, hat auch der Ronzheimer gesagt, der Biden hat schon einmal vor längerer Zeit gesagt, wenn dieser Nawalny in der Haft sterben sollte, dann wird es für Russland verheerende Konsequenzen geben. Ja. Das hat natürlich dieser Ronzheimer, der hat das bestätigt da in seinen Reden. Und jetzt kann man sagen, ja, dann wird es verheerende Konsequenzen geben. Ja, was bedeutet verheerende Konsequenzen? Verheerende Konsequenzen, bezieht sich das jetzt auf Sanktionen, wirtschaftliche Sanktionen oder gar Krieg, ja, und jetzt kommen wir wieder zum nächsten Triggerpunkt, der, was uns da der Ronzheimer einsuggerieren möchte. Und er möchte, dass er sagt, verheerend, also er suggeriert das schon, denkt einfach einmal darüber nach, wenn die Amerikaner sagen, so quasi verheerend wird das sein, das wird sich sicher mehr als auf nur Sanktionen beziehen, ja. Das heißt also, da wird schon wieder unbewusst suggeriert, das wird Krieg bedeuten oder auch die Amerikaner wollen jetzt wieder mehr anscheinend in diesen Krieg einsteigen. Und auf jeden Fall aus dem Ganzen, was sich da herausstellt, ist, dass man sagt, man will auf Biegen und Brechen diesen Ukraine-Russland-Krieg weiter am Leben erhalten, das Feuer immer weiter anfachen, immer weiter sticheln, den Westen noch mehr aufhetzen, ja, weil das ist ja im Prinzip, wenn man alle, und ich schaue mir auch viel von der russischen Welt TV an, wichtig ist ja immer, dass man sich beide Positionen anschaut, ja. Wenn du jetzt nur westliches Fernsehen schaust, dann wirst du so zugedröhnt, bist du richtig auf Russland Hass getrennt und es ist klar, es ist
total nachvollziehbar, wenn du heute draußen mit 0815 Menschen sprichst, dass der absoluten, vielleicht sogar schon Hass hat gegen Russland, weil wenn du ganze Zeit nur das siehst, dann bist du einfach, ja, bist aufgehetzt, ja. Und jetzt schaust du dir aber auf der anderen Seite Russland an, natürlich passiert auch auf der Gegenseite Propaganda, also das heißt, ja, auf beiden Seiten soll ja auch Geld verdient werden. Aber das wird irgendwie ganz anders dargestellt, ja. Also jetzt kommt mir vor, sind mir die westlichen Medien extrem am Drücken, dass man sagt, ja, wir brauchen wahrscheinlich diesen Krieg. Ich meine, das ist eh überall offensichtlich, wenn man schaut, auch der Scholz und alle, damals die Baerbock und so weiter, die gesagt haben, wir befinden uns im Krieg mit Russland. Also das ist ja diese eindeutige Positionierung dann auch bei uns in Österreich, dass die Aufgabe der Neutralität wird ja mehr oder weniger schon so im Hintertürchen vorangetrieben, wo man sagt, ah, niemals, also die heilige Neutralität in Österreich wird nicht angerührt, ja. Aber es gibt natürlich Ausnahmen. Was sind denn die Ausnahmen, ja? Hat eh der Karl vor kurzem gesagt, die Ausnahmen sind, bei Terroristen gibt es keine Neutralität. Und jetzt stellt sich die Frage, wenn ich sage, bei Terroristen gibt es keine Neutralität, wer definiert denn, was dann ein Terrorist ist oder nicht? Also diese Definition, ab wann wird man eigentlich ein Terrorist? So wie damals im Irakkrieg, ja, da hat es ja auch geheißen, der Saddam Hussein, der hat Massenvernichtungswaffen, der will die ganze Welt in Schutt und Asche legen, so hat man es ja damals dargestellt. Und die haben auch ja damals ihn als quasi Terroristen deklariert, ja. Jetzt hat man gesagt, okay, jetzt hat man einen Terroristen, jetzt kann man in das Land einfallen und kann alles zerbomben, in Schutt und Asche legen. Hoppala, im Nachhinein ist man draufgekommen, ja, das war aber doch nicht so. Stimmt, weil der Terrorist war ja nur eine kurze Zeit, wo man den Krieg gebraucht hat, denn vorher, Jahrzehnte vorher, hat man mit Saddam Hussein beste Geschäfte gemacht, war er immer der liebe, nette Präsident oder wie auch immer da ihn dargestellt hat oder der König oder ja, also sehr, sehr wohlwollend, ja. Dann hat es einmal nicht mehr gepasst mit den Geschäften und so weiter. Wir wissen eh die ganzen Hintergründe, brauche ich jetzt nicht aufrollen. Und dann wurde Framing betrieben, ja. Framing, dann ist losgegangen, hast du immer wieder gehört, Diktator, aha, komisch, ja. So wie beim Assad, ja. Zuerst war der Präsident Assad, dann ist der Diktator geworden, ja. Und so weiter. Also genau eins zu eins dasselbe, wie man es beim Putin jetzt macht. Also das heißt, ist die Begrifflichkeit wie verändert. So, jetzt sagt man irgendwann einmal, wenn das dann so hochgeschaukelt ist, nach ein, zwei Jahren, jetzt sind die Russen oder die Putin, sind jetzt sozusagen diese Terroristen, ja. Dann ist es ja ganz klar, weil dann war ja die Definition vorher schon klar, dass man sagt, okay, da brauchen wir ja nicht neutral zu sein, denn da fühlt sich ja die Neutralität ad absurdum, wenn wir es nur mit Terroristen zu tun haben, wir müssen sich dann wehren. Ja? Aber das ist genau das, was man sich ja immer wieder vorheimfallen lassen muss, einen Ausweg, wenn man sagt, es gibt Neutralität, aber wie kann ich die Neutralität auflösen? Wohlwollend im oder mit der Hintergrundunterstützung von der Bevölkerung, da muss ich natürlich im Vorfeld Framing betreiben, ja. Das ist dieses Framing betreiben, ja. Das ist eigentlich das ganz Wichtigste, dass man das einmal versteht. Daher ja ganz wichtig, dieses Video. Ich will jetzt nicht ein Video machen, was sich da jetzt einfach abspielt, ob jetzt die Russen die Bösen sind oder nicht die Bösen sind, denn die Bösen gibt es auf beiden Seiten, ja. Es gibt nicht den einen einzigen Bösen, denn du musst immer den Kontext betrachten und der Kontext geht so weit zurück, dass man sagt, ja, wo fängt er an, der Kontext, und wo endet er? Beim Russlandkrieg, ja, oder bei der Militäroperation, so wie es der Putin sagt, wann hatten die angefangen? Ja? Im Prinzip, dann sagen viele, ja, das war 2014, andere sagen wieder, nein, das hat mit 2014 nichts zu tun, ja, da gehen ja dann auch schon wieder die Meinungen auseinander, ja, weil damals war es ja schon nicht klar, wer hat denn da begonnen, ja, waren es da wirklich, war das eine False-Flag-Operation, wo man sagt,
die haben da am Russen hineingeschossen in die Bevölkerung und so weiter. Andere sagen wieder, ja, die waren verkleidet, die wollten das alles eigentlich ins Laufen bringen. Und das wissen wir immer in der Geschichte, dass man auch sagt, False Flag Operationen hat es auch immer gegeben. Und da muss ich ja mal nachdenken darüber, wenn es sowas gegeben hat, ist das nicht möglich. Und wenn ich sowas nicht einmal als Thema in den Nachrichten oder in den Medien, in den Massenmedien überhaupt diskutieren möchte, ja, dann stimmt ja schon einmal was nicht. Ja. Da hat es die Diskussionen oder irgend sowas gegeben. Waren das jetzt echte, waren die verkleidet, war das eine False-Flag-Aktion? Weil ja, wenn du einen Krieg brauchst, natürlich wirst du dann auch vielleicht deine eigenen Leute opfern und so weiter und kannst dann nachher einen super tollen Krieg vom Zaun brechen, wo wir genau wieder wissen, die Waffenindustrie, ein Milliardenkonzern, verdient dann wieder eine Menge Geld. Und das muss immer am Laufen bleiben. Ja? Wie gesagt, es ist wie mit der Pharmaindustrie. Wenn du nicht diesen mega kreierten Virus hast, dann wirst du nie deine Spritzen verkaufen können. Ja? Da steckt doch immer das Geld dahinter. Und diese naive Denkweise, die Welt ist zu rosarot, zu bunt, zu lieblich. Nein, nein, wir sind alle so gut und so lieb. Bussi, bussi, wir haben es alle so gern. Natürlich läuft so nicht. Ja? Natürlich sollen wir auch nicht das extreme, finstere Denken haben, weil oft ja trotzdem der einzelne Mensch, der Nachbar und so weiter in einem Umfeld, das sind oft gute Menschen, aber das ist auch oft das naive Denken, aber wir schalten unser Hirn aus, wenn es dann wirklich in die obersten Ränge geht, wo man wirklich sagt, da wird eiskalt kalkuliert mit Zahlen, mit Daten, mit wie man einfach Milliarden an Gelder lukriert, ja. Und das wird leider immer wieder übersehen und dass da einfach dann dahinter immer wieder Medienanstalten stecken, die natürlich gefördert werden. Bei uns, wenn man auch immer wieder sagt, Deutschland, Österreich, die Atlantikbrücke eben nach in die USA, sind wir ja mit denen gleichgeschaltet. Wir müssen immer eigentlich mit denen sozusagen konform sein. Ja, was mir jetzt auch aufgefallen ist in den letzten Tagen, dass diese Frau vom Nawalny jetzt wieder überall auftritt, also das ist jetzt ein Thema, das darf nicht abpressen. Das fällt mir auf. Das heißt, jetzt muss die Presse, das genügt jetzt nicht, jetzt haben wir zwei, drei Tage das Thema gehabt, ja, immer wieder von Sibirien in diesem Straflager, die Vergiftungsgeschichte hat es gegeben, ach ja, und die Demonstrationen, wo einige Demonstrationen oder die Gedenkveranstaltungen gemacht haben, Blumen irgendwo hingelegt haben und dann ist die böse russische Polizei gekommen und haben die ins Auto reingesteckt, weggezerrt. Da kommen auch immer wieder dieselben Bilder, du siehst immer wieder das Gleiche, denkst dir, gibt es nur diesen einen weißen Polizeibus? Ich weiß nicht, ja, auf jeden Fall immer wieder ein paar Leute, so eine Handvoll Leute, aber ja, die ganz Russland hat sich jetzt sozusagen solidarisiert für Nawalny, überall finden Kundgebungen statt, so wird es wieder suggeriert, und die werden massenhaft verhaftet, diese Demonstrationen. Auch alles so plump, wo man sagt, bist du narrisch, würde ich auf Österreichisch sagen, wenn ich da zurückdenke an die Corona-Zeit, da war wirklich, ich war vor Ort draußen, wo tausende Menschen da in Wien demonstriert haben und wirklich Leute hineingezerrt worden sind in die Busse und teilweise verhaftet worden sind, oder ich habe einige sogar gekannt von diesen Demosprecher und so weiter, denen das Leben zur Hölle gemacht worden ist, wirklich das Schlimmste vom Schlimmsten, die eingesperrt worden sind, oder ihr wisst doch noch auch, die Lokalbesitzer oder eine hat es gegeben, die da aufgesperrt hat, weil sie gesagt hat, ich mache bei dem Wahnsinn nicht mehr mit, wenn ich brauche ein Geld, ich muss Geld verdienen, denn sonst verhungere ich auf die Art, ja, dann ist das ganze Lokal gestürmt worden, waren wir damals auch übrigens dabei, ja, und die sind dann verhaftet worden oder beziehungsweise sie hat dann auch Strafen bekommen und so weiter. Also da ist es ja auch abgegangen, gerade mir, die sozusagen diese Minderheiten waren, unsere Rechte sind mit Füßen getreten worden. Ich war damals zur Zeit arbeitslos und habe beim
beim AMS, bin dann nicht reingekommen wegen diesem 2G da, und ich habe ja gesagt, ich tue mich nicht testen oder beziehungsweise ich lasse mich nicht spritzen und so weiter. Ja, und dann habe ich da nicht rein können zu diesem Termin, ja, du bekommst ja vorgeschrieben vom Arbeitsmarktservice, ja, und dann ist mir das einfach rigoros gestrichen worden, ja, das Geld, ja, wo sich zum Leben gebraucht hat. Ich habe damals, was weiß ich, 800 Euro bekommen, und dann sind die runtergekommen und gesagt, okay, passt, da muss ich da unterschreiben, habe ich ein Formular, da sind sie vor die Tür gegangen, weil hinein habe ich nicht können ins Gebäude, und dann habe ich gesagt, ich unterschreibe nichts, nein, und dann ist ein Zeuge gekommen und gesagt, na, passt, sie verweigern das, ja, das wird unterschrieben, und sie bekommen aber jetzt keine Arbeitslose mehr, und dann im Prinzip sage ich, wo soll ich dann ein Geld bekommen, ich muss mich ja ernähren und so weiter. Natürlich habe ich meine Lebensgefährtin gehabt, dass ich überleben hätte können, hab können, ja, aber ich sage nur, wenn ich niemanden gehabt hätte, ich hätte null Euro bekommen, ja, zu der damaligen Zeit. Und das sind ja Vorgehensweise, und jetzt zeigt man mit dem Finger dorthin auf Russland. Natürlich gibt es wahrscheinlich auch genauso rigorose Geschichten, ja, aber genau das wird jetzt so hergenommen und immer wieder gezeigt, ja, da sind die Demonstranten weggezerrt worden und hat man abgeführt, weil sie für Nawalny getrauert haben und so. So ein Blödsinn, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, und da wird es einfach, wenn du ein bisschen suchst im Internet, auch in den alternativen Medien, dann wirst du auch die andere Seite finden, dass man sagt, ja, die haben ohne weiteres, haben die ihre Kundgebungen abhalten dürfen, ja. Aber da zeigt man einfach genau wieder nur diesen Ausschnitt, und den bringt man 100-mal am Tag, ja. Und so programmierst du die Menschen, ja. Und wenn wir schon wieder beim Programmieren sind, jetzt kommen ja die verschiedensten Geschichten. Also das reißt jetzt nicht ab, da war das jetzt sozusagen in Sibirien, dann mit der Frau vom Nawalny, dann diese Kundgebungen, und jetzt ist auch wieder, habe ich einen Beitrag gesehen über Putin lässt jetzt die ganze Geschichte Russlands umschreiben. Wahnsinn, was da wieder für einen Bericht gegeben hat, also bei Russland, das war ja diese gefälschte Geschichte, und das muss jetzt klargestellt werden, und der böse Diktator sozusagen geht jetzt rigoros in die ganzen Universitäten oder lässt an gewissen Häusern Schildern abmontieren und möchte jetzt alles berichtigen und so weiter. Also so eine Art Geschichtsverdrehung, wie schlimm das nicht ist, was da gerade passiert. Also das sind auch schon wieder so Sachen, ja, da werden so einzelne Sachen rausgenommen, rausgepickt. Und das stimmt natürlich, dass vermutlich irgendwas da passiert jetzt auf Universitäten, dass da auch in diesen Schullehrbüchern sollen da gewisse Sachen richtig gestellt werden oder richtig dargestellt werden. Und jetzt stellt sich die Frage, glaube ich jetzt zu einem 15 Minuten ARD-Schundbeitrag oder so, also ich weiß es nicht, was der ARD, ich schneide es euch dann einmal rein oder nachher dann. Geschichte ist politisch. Dieser Satz gilt gerade insbesondere für Russland. Dort hat Präsident Putin im vergangenen Jahr veranlasst, dass die Bücher für den Geschichtsunterricht umgeschrieben werden, und zwar nach seiner Deutung der Historie. Und mit seiner Ansicht über den Krieg gegen die Ukraine, der in den Lehrbüchern natürlich nur Spezialoperation genannt wird. Vergangenes Jahr wurden neue Schulbücher für das Fach Geschichte vorgestellt, in Rekordzeit geschrieben, auf Wunsch des Präsidenten. Auch er selbst ist darin schon Thema. Die Bücher reichen bis zum Beginn des Kriegs gegen die Ukraine, der natürlich spezielle Militäroperation heißt. Alles drin. Die Krim, die Gebiete im Osten der Ukraine, die man hier neue russische Gebiete nennt. Der angebliche Neonazismus, der die Ukraine beherrsche. Auch für die Uni hat der Präsident neues Lehrmaterial schreiben lassen. Vorgestellt wird es von einem von Putins Beratern, Valeri Fadeev. Im Buch geht es zum Beispiel um etwas namens russische Werte. Das sei auch dringend nötig, sagt Fadeev. Wir können das alles nicht mehr dulden. Zu lange haben wir die Augen verschlossen. Erst jetzt, wo der ganze Westen gegen uns ist, ist uns klar geworden, wir müssen uns um die Bildung kümmern. Bei der Mobilmachung sind die jungen Männer doch massenweise getürmt, so schnell es ging über die Grenze. Da mussten wir etwas unternehmen. Das sind keine Verräter, die kennen nur ihre eigene Geschichte nicht.
Die eigene Geschichte, die eigene Geografie. Schullandkarten mit international nicht anerkannten Grenzen und einer viel zu kleinen Ukraine. Ja, also dieser Beitrag, der wird ja schon wieder so hingestellt, so einseitig. Und jetzt wäre es ja interessanter, wenn mir das wirklich wichtig ist, da mal rauszufinden, nachzuforschen, was ist denn da jetzt wirklich dran? Oder was wurde denn da umgeschrieben? Oder was wurde denn da berichtigt? Ja? Ganz interessant, ja. Aber nicht immer gleich sofort sagen, das ist jetzt der Wahnsinn, was da gerade geschieht, weil es sind immer solche emotionellen Bilder, die erzeugt werden. Und schaut einfach einmal, wie dieser Beitrag überhaupt gemacht wird. Der Beitrag wird gemacht wie so eine Doku-Soap. Ja. Geschichte wird jetzt politisch. Alle sind vorsichtig. Wenn wir eine Tafel anbringen wollen, reden wir vorher mit den Hausbesitzern. Und manche sagen dann, nein, lieber nicht, das ist Politik, damit wollen wir nichts zu tun haben. Du kannst heute alles in Szene setzen, mit ein bisschen Musik, die richtigen Leute positionieren. Aber was hat das mit der Realität zu tun? Was hat das mit der Realität zu tun? Die Realität ist erst dann relevant, wenn ich sage, ich habe Bücher darüber gelesen, ich habe mir verschiedene Vorträge dazu angehört, ich habe mir verschiedene Meinungen angehört und vor allem ganz wichtig, ich habe mir beide Seiten angehört und ich folge nicht einer wie in einer Sekte, die sagen nur, du darfst nur das eine sehen, nur das und ja nicht auf die Seite schauen, denn da draußen, außerhalb sind immer die Bösen, die wollen dich ja sowieso nur suggerieren. Also das ist dieses typische Sektendenken, ja. Und das ist mir einfach damals auch bei Corona extrem aufgefallen, dass wir wirklich, dass die viele Staaten bei uns oder der Westen, wir sind sehr, sehr sektenähnlich aufgestellt, oder wie soll ich sagen, so ein bisschen Richtung Sekte, ja, du hast so praktisch alles das, was so die Allgemeinheit glaubt, also das ist überhaupt, in den letzten paar Jahren ist das so extrem geworden, weil früher hat es das immer noch gegeben, ich kann mich noch erinnern, vor 20 Jahren, 20, 30 Jahren, da hat es diese Diskussionen in Club 2 gegeben, da waren immer wirklich sehr konträre Positionen, aber das hat sich so verschoben, dass du heute wirklich nur mehr so quasi eine einheitliche Meinung hast. Und sobald du aber was anderes sagst, bist du schon ein Sonderling, bist du ausgegrenzt, irgendwie so seltsam. Und ja, das macht fast ein bisschen Angst, ja, wenn man da so nachdenkt. Denn da wurde eben schon perfektes Framing betrieben. Und wie gesagt, das sollte man jetzt schleunigst erkennen, durchschauen, wann Framing benutzt wird. Wie gesagt, ein gutes Werkzeug, nehmt euch Block und Bleistift, Kugelschreiber, macht euch Strichel, beobachtet das, wie oft das was wiederholt wird, wie oft dass man das sagt, ja, was habt ihr in den letzten Tagen immer wieder so im Radio, im Fernsehen gehört und eher auf das sich einmal zu konzentrieren und nicht so sehr auf den Inhalt, ja, und dann, das ist wie ein Blinder, dem auf einmal die Augen aufgeht und das ist wirklich steil, also ich habe dieses Durchschauen vom Framing schon vor vielen Jahren gehabt. Und das passiert einfach jetzt auf dieser Linie. Und vielleicht möchte ich euch da jetzt, weil ich ja gesagt habe, ich habe da so viele Strichel gemacht und überall, und vielleicht nehme ich mir die Zeit, wie gesagt, ich weiß noch nicht, wie viel das ich reinschneide, jetzt zum Schluss möchte ich euch so einen separaten Block präsentieren mit Framings, ja, wo ich das genau immer rausschneide, wo praktisch diese Wörter verwendet werden, in die verschiedenen Kanäle. Und ich schneide sie immer ganz kurz zusammen. Und diesen Blog könnt ihr euch rauskopieren und ich stelle es euch dann extra noch einmal als Framing-Aufdeckung oder irgendwie werde ich es jetzt deklarieren. Ich blende es euch dann eh ein. Und diesen Blog dann könnt ihr dann immer wieder hernehmen zum Teilen, zum Weiterverbreiten auf Social-Media-Kanäle, überall, dass man mal sagt, dass die Leute das einmal sehen, ja, wie oft und wie viel dieses, was Framing bedeutet und was diese Suggestion mit uns eigentlich machen soll. Und das deckt das eigentlich auf, sobald man das immer rausschneidet und zusammenfügt und dann sagt man, besto narisch, ja, hey, die haben das jetzt 100-mal verwendet, eben den Begriff Diktator oder wie auch immer, und da wird das Ganze dann offensichtlich, ja.
und wie gesagt dann weiter verbreiten, überall wirklich jeden zeigen, jeden weiterschicken, dass man sagt, diesen kurzen Clip, wo man sagt, das ist Framing, dass die Leute wach werden, ja, dass auch euer Umfeld wach wird, dass wir das einfach verbreiten, dass man sagt, hey, mit uns nicht mehr, mit mir kann man kein Framing mehr betreiben. Ja, meine lieben Freunde, und ja, ich freue mich schon, wenn wir wieder nächstes Mal was Neues machen, speziell dann mit Nenad auch, was ich wieder vorbereitet habe, ja, mit Nehammer, den letzten Teil, ganz lustig. Ich werde jetzt in den nächsten Tagen euch einen Clip reinspielen, wo es auch um ein bisschen Manipulation zu tun hat. Auf jeden Fall, schaltet wieder ein, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, dann seid ihr immer am neuesten Stand von den neuesten Videos. Und ja, ich freue mich schon bis zum nächsten Mal. Michi, tschüss, am Viertech.